Seid ihr herzlich willkommen bei dieser Aufnahme. Es handelt sich um Handlesen und ich zeige euch, wie das geht. Jetzt sind wir beim ersten Teil. Selbstverständlich könnt ihr ein Handlesen-Analyse auch buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist, wo ihr das buchen könnt. blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und jetzt beginne ich mit rechter Hand und linker Hand. Und das bedeutet, es gibt Unterschied zwischen linken Hand und rechten Hand. Und es unterscheidet sich auch bei Linkshändler und auch bei Rechtshändler. Wenn ihr Rechtshändler seid, dann bedeutet die linke Hand die Vergangenheit, die frühere Kindheit oder all das, was ihr erlebt habt in früheren Leben, karmischen Erinnerungen. Es sind nicht nur die Erinnerungen da, sondern ein Seelenplan oder Talente, Fähigkeiten. Dann könnte ich sagen, von dem linken Hand können wir schöpfen. Das ist die Potenzial und mit diesem Potenzial sind wir geboren. Die rechte Hand bedeutet Handlungen. Wie setzt ihr das im Tat um? Natürlich gibt im Handinnenfläche auch Linien oder Zeichen. Im rechten Hand ist sogar möglich, dass bestimmte Linien verändert sich im laufenden Jahren, so wie die Handlungen ändern. Oder unserem Leben ändert sich auch. Jetzt nicht grundsätzlich, aber kleinere Veränderungen sind möglich. Wenn jemand Linkshändler ist, dann bedeutet das genau umgekehrt. Dann heißt, die rechte Hand sind die Erinnerungen, auch die karmischen Erinnerungen und die linke Hand zeigt die Taten. Wie setzt ihr das im Tat um? Ich beginne mit den Fingern. So. Die kleinen Finger nennt man Merkurfinger. Und Merkur steht für Kindheit und Jugend. Zeigt auch die Erinnerungen an die Kindheit, zeigt auch den Bezug zum Kinder, auch unserem eigenen Kinder. Hier in diesem Bereich unterhalb von kleinen Finger sind auch Linien und das zeigt unserem eigenen Kinder. Die Ringfinger ist Apollofinger und Apollo ist die Sonnengott, also steht mit Sonne in Verbindung und symbolisiert unserem Selbst, die Selbstdarstellung, aber das spiegelt sich auch und zeigt sich unserem Seelenpartner, bei Männern natürlich Seelenpartnerin. Und hier tragen wir auch die Ehering. Das ist die Ringfinger, also zeigt auch Partnerschaft. Wenn wir die Zeit betrachten, hier in diesem Bereich ist die Kindheit und hier in diesem Bereich sind die jungen Jahre. Dann sind wir im mittleren Finger und das bedeutet Saturnfinger. Und Saturnfinger ist die Schicksal. Saturn steht für Schicksal, schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Veränderungen. Saturn zeigt auch unserem Lernaufgabe, zeigt auch Ernsthaftigkeit und auch die Alter, wo wir schon reifer sind oder weise sind. Also hier ist die Saturnfinger. Hier gegenüber unten im Handgelenk beginnt die Schicksalslinie und verläuft meistens Richtung Saturnfinger. Von unten nach oben zeigt den Schicksalsweg. Und die Zeigefinger ist Jupiterfinger. Und Jupiter steht auch für Gerechtigkeit. Man zeigt auch mit Zeigefinger, wenn etwas ungerecht läuft. Also hier handelt es sich um die Jupiterfinger und das heißt Glück haben im Leben
oder eine optimistische Haltung oder Gerechtigkeit, eventuell Ungerechtigkeit. Und hier im Daumenbereich ist Mars Finger und Mars zeigt die Kraft. Und mit dieser Kraft können wir uns durchsetzen im Leben. Hier ist eine Linie, das umhüllt Marsberg, weil diesem Hügel hier unterhalb von Marsfinger nennt man Marshügel. Und diese Linie, was so halb rund hier verläuft, das ist die Lebenslinie. Zeigt, wie lange wir leben, die körperliche Fassung, eventuell Krankheiten. Aber auch, wie setzen wir durch im Leben? Wie ich schon sagte, die linke Hand ist die Erinnerungen. Mit welchen Erinnerungen sind wir geboren? Also das ist die schöpferische Energie oder schöpferische Kraft. Und mit diesem Brunnen können wir schöpfen und unserem Leben gestalten. Wie gestalten wir unserem Leben? Bei Rechtshändler zeigt sich das im rechten Hand. Die Finger zeigen dasselbe wie im linken Hand auch. Das heißt, hier die kleine Finger ist Merkurfinger und Merkur steht für Kindheit und Jugend. Dann kommt die Ringfinger und das bedeutet Apollofinger oder steht für Sonne. Und Sonne zeigt unserem Selbst. Und das spiegelt sich im Leben und das zeigt als Partnerschaft. Und hier ist auch die Ringfinger und das symbolisiert auch Ehe. Also ich kann auch Apollofinger wohl auch für die Selbstdarstellung betrachten, aber auch für die liebe Partnerschaft, besonders wenn es um die Ehe geht. Die mittleren Finger ist Saturnfinger und das zeigt unserem Schicksal, unserem Alter natürlich auch die reiferen Jahren. Und Saturn steht auch für Lernaufgabe. Und dann kommt Jupiterfinger und es handelt sich um Weisheit und auch Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, Sinn und auch Studium und Bildung oder wie stehen wir zum Göttlichen. Wenn wir schon bei göttlichen Energie sind, hier im Mitte des Handes, was auch in Verbindung steht zum Solarplexus, steht auch die göttliche Quelle oder Intuition. Die Intuition erscheint nicht nur hier in die Mitte, sondern in diesem Bereich. In diesem Bereich, und das ist gegenüber von Marsfinger oder Marsberg. Und hier sind auch Bergen, und das ist Neptunberg und Mondberg. Und Neptun und Mond stehen auch unserem Träume, unserem Sehnsüchte, unserem Unbewussten. Und natürlich hier ist auch die Intuition, auch die Spiritualität. Aber hier in die Handmitte ist auch dieser Brunnen, diese göttliche Quelle und das steht auch in Verbindung zu unserem Intuition. Weil hier Saturn als Schicksal darstellt, natürlich haben wir auch eine Schicksalslinie und das beginnt hier unten im Handgelenk und verläuft Richtung oben. Das ist bei jedem Mensch natürlich unterschiedlich. Und so kann ich die Finger beschreiben. Hier im rechten Hand ist natürlich Daumen die Marsfinger und das zeigt unsere Kraft und diese Linie hier halbrund, was hier die Marsberg umhüllt, das ist die Linie, die Lebenslinie heißt und zeigt auch unsere körperliche Fassung, Gesundheitszustand und wie lange wir leben. Venus darf auch nicht fehlen, diese kleine Linie hier, ziemlich tief bei mir, zeigt die Venus-Energie, die Weiblichkeit, auch die Bedürfnis nach Kunst, Kreativität, Harmonie und Schönheit, all das, was Venus ausmacht und natürlich auch die Liebe
und die Weiblichkeit. Hier trifft Mars und Venus. Natürlich hat das auch mit Leidenschaft was zu tun. Also hier diese Linie, wo Daumen und die Hand sich hier kreuzt, diese, bei mir ist das deutlich sichtbar hier, das ist die sogenannte Venus-Linie. Und so viel bei diesem ersten Teil über Handlesen. Ich hoffe, hat euch gut gefallen und ihr könnt es selbstverständlich dann kommentieren. Ich habe zwar die Kommentare alle raus, weil ich mag das nicht, wenn jeder versucht, sich da wichtig zu machen. Wenn ihr mit mir kontaktieren möchtet, dann besteht die Möglichkeit, entweder E-Mail schreiben oder über Facebook, findet unter Dendera Medici und dort könnt ihr meinen Aufnahmen auch kommentieren. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera Medici.